Wir haben den letzten Stream so ein Video von Kelly geguckt und ich habe von Zeltex noch ein Video gefunden. Da haben wir noch nie reingeschaut. Ich dachte, jetzt können wir aber mal abchecken, ob hier krankere Sachen drin waren. Ich weiß ja nicht, ich möchte diese sehen, wie es euch geht, aber ich musste schon richtig oft in irgendwelchen Fundbüros anrufen, weil ich irgendwas in der Bahn, im Flugzeug oder sonst wo vergessen habe. Manchmal hatte ich dann auch Pech, weil es dort... Zeltex hat auch richtig crazy geedete Videos, richtig gut. ...nicht abgegeben wurde. Vor kurzem habe ich mich aber mal gefragt, wenn, sagen wir, mein Handy zwar in einem Fundbüro abgegeben wird, ich mir aber direkt ein neues kaufe und das alte dort vergammeln lasse. Mit ein bisschen Recherche kam ich auf folgende Antwort. Nach genau 3 Monaten geht das Handy in den Besitz des Betriebes über, bei dem ich es verloren habe. Also zum Beispiel bei der Lufthansa. Die Lufthansa wiederum gibt das Handy dann weiter an ein sogenanntes Auktionshaus. Und das wiederum versteigert das Handy dann für Geld. Entweder in Präsenz oder über eine Internetseite. Jeder Volljährige kann mitmachen. Mit verlorenen Koffern, Taschen, Schmuck etc. funktioniert das genau mit dem gleichen Prinzip. Die Artikel werden für 2 Tage zur Auktion freigegeben. Das heißt, im Falle meines Handys könnte dann irgendein Jürgen aus Brandenburg mein Handy in die Finger kriegen. Natürlich nur, falls er am meisten Geld dafür bietet. Das Auktionshaus erhält dafür eine Provision. Ich habe mich für das heutige Video gefragt, ob irgendwas Interessantes dabei rausspringt, wenn man bei genau solch einer Auktion mitmacht und Fundsachen und Koffer ersteigert oder ob man am Ende nur... Übel krass, er hat dieses Video auch schon über ein, ich glaube, 10 Monate her, also 10 Monate vor Kellys Video gemacht. Also gibt es bestimmt schon eine ganze Weile, aber übel schön aufbereitet hier. Mit einem gesperrten Handy und 3 getragenen Unterhosen wegkommt. Ich habe mich also erkundigt, wo ich solche Auktionshäuser online finden kann und wie ich mich dort anmelden kann. Ich bin mega gespannt, ob ich irgendeinen großen Hit landen kann und was richtig Geiles ergattern kann. Wenn ihr das auch seid, dann bleibt gerne dran. Falls ihr mich noch nicht abonniert habt, könnt ihr das gerne tun. Die meisten vergessen es leider nämlich. Um mich und meine Videos noch zusätzlich zu supporten, könnt ihr gerne für den Algorithmus ein paar Likes und Kommentare da lassen. Jetzt aber viel Spaß mit diesem Video. Eine magische Website entdeckt. Also wirklich, das ist einfach nur ein Traum, was hier abgeht. Wir sind hier auf kofferauktion.de. Ihr seht hier schon, die nächste Kofferauktion startet am 26.08., also es war gestern, bis zum 27. um 19 Uhr. Das heißt, da werden die ganzen Auktionen aufgelöst. Ich wusste bis vor kurzem nicht, dass es solche Webseiten gibt. Alex V hat mich darauf aufmerksam gemacht. Shoutouts gehen dabei raus. Das Geile ist auch, dass wir übel Glück haben, denn ich plane schon dieses Video seit Monaten und ihr seht hier schon, es gibt im Monat nur 1-2 Auktionstage. Ich habe das auch manchmal einfach verpennt. Wir haben Glück gehabt. Ich habe letztens reingeschaut und heute, beziehungsweise gestern ist es soweit, die haben wieder Sachen reingestellt. Einfach nur geil. Bevor ich es euch aber zeige, schauen wir uns das jetzt mal hier an, auf der Startseite. Hier ganz wilde Animation, die da stattfindet. Auf unserer Seite finden Sie die aktuellen Termine für die Kofferversteigerungen sowie der Fundsachen, die wir im Auftrag der Lufthansa AG Frankfurt, der Eurowings GmbH Köln und Condor Flugdienste öffentlich versteigern. Es gibt hier nicht nur Koffer, sondern auch so ein Stuff. Überraschungspakete. Boah, geil. Der Kofferhoffer-Song. Da müssen wir mal reinhören. Ich hätte gern einen Koffer, denn ich bin Kofferhoffer, biet ich auf den großen, bunten, ja, den schicken, dicken. Bitte was? Warum das denn? Wir gehen auf fundsachenauktion.de. Oh, sorry, ich bin mit der Kamera ja übertrieben drüber. Warum sagt denn keiner was? Also die Websites sind jetzt alle nicht so modern aufgebaut, aber keine Ahnung, hat auch irgendwie Stil, finde ich. Hier sind schon die ganzen Kategorien. Digitalkameras, E-Books, gesperrte Smartphones und Tablets. Boah, was? Ach, die sind hier Apple ID gesperrt, aber es gibt auch normale Smartphones, sehe ich. Ach, ist aber schon geleert, also ist schon sortiert oder was? Hier gerade. Hier so ein iPhone 6 ohne Simlock, ohne Apple ID-Sperre. Die Frage ist jetzt, sind da noch die ganzen Daten drauf von dem Typen, der das verloren hat? Das finden wir heraus, indem wir uns heute ein iPhone ersteigern. Ich denke aber, die Leute haben Hard Reset gemacht, sonst wäre das, glaube ich, so ein bisschen datenschutzmäßig gefährlich. Aber wir tryen es trotzdem. Was ich mir auch noch gedacht habe, ist, dass wir eventuell die Sachen auch gut resellen können, denn ich glaube, diese Seite haben nicht viele Leute bisher auf dem Schirm. Deswegen gibt es auch nicht so viele Bieter, glaube ich. Und dementsprechend kriegen wir vielleicht auch Sachen für gute Preise. Ja, krass. Alter, was die ganzen Leute hier verlieren. Boah. Das ist doch mies bitter. Die armen Leute, Junge. Digitalkameras. Stellt euch mal vor, ihr seid Fotograf und verliert 3 Objektive und eine kranke Kamera. Kommen wir aber mal zum Interessanten. Das ist schon richtig unangenehm mit den Objektiven. Boah. Und ein paar. Koffer, Tasche, Rucksack. Wir haben hier ganz viele Koffer und Rucksäcke aufgelistet. Hier zum Beispiel Koffer mit 4 Rollen. Wir wissen nicht, was drin ist. Wir sehen das hier alles nur von außen. Wir erfahren nur das Gewicht. Das ist super interessant. Ist ja bei 52 Euro. Der Koffer ist actually ganz schön. Sauerkrank irgendwie. Ich habe auf jeden Fall richtig Bock, die Sachen zu ersteigern und auszupacken. Das wird auf jeden Fall richtig cool. Vielleicht werden wir auch mies enttäuscht, aber allein schon so fürs Feeling, einfach so einen fremden Koffer aufzumachen. Am Abend wurde dann fleißig geboten. Ich wurde überboten. Komm schon, gib mir den Koffer. Habe ich den? Auktion Manager, ich habe ihn. Ich habe den Koffer. Und direkt rüber zum iPhone. Da geht es auch noch 48 Sekunden. Den Koffer haben wir. 6,5 Kilogramm. Sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Obwohl,
doch, der sieht schon scheiße aus. Ich hoffe, das hat sich genommen. Und haben wir auch. Aber keine Rucksäcke, ne? Es sind wirklich nur Koffer. iPhone 6, 16 GB ohne SIM-Lock, ohne Apple-ID-Sperre, 42 Euro. Geil. Ich glaube, dass die iPhones gar nicht für so wenig Geld rausgehen. Derzeit gebraucht, glaube ich, iPhone 6, 16 GB bei 70, 80 Euro oder so. Wir haben jetzt unser iPhone für 54 bekommen. Okay, Freunde, es ist soweit, es sind ungefähr 3-4 Tage vergangen. Die Koffer sind jetzt angekommen, ich glaube, das iPhone ist ja auch dabei. Und der Remover-Koffer ist so schwer, ich hätte ihn kleiner erwartet. Jetzt bin ich umso gespannter, was da drin ist. Schnacken wir nicht lange, wir packen aus. Okay, nice, auf dem Brief steht Celtix Leon Nguyen. Ach, der ist, ich hab gedacht, ich habe einen Remover-Koffer gekauft. Junge, ich dachte schon, ich kann schon Fat Reset mit dem Koffer alleine machen, aber der ist doch von Sky Navigator. Aber an sich, no joke, den Koffer hier will ich auf allen Reisen mitnehmen. Der sieht stabil aus, coole Farbe, cooles Stil. Das ist halt tatsächlich ganz cool, wenn man selber nochmal einen Koffer möchte und man sieht vielleicht einen schönen auf so einer Auktionsseite, ist das ja per se auch gar nichts Schlechtes, weil ein guter Koffer ist auch teuer. Da kann man sich dann vorher auch mal informieren. Und wenn man dann zusätzlich noch einen kleinen Schnapper macht vielleicht. Design, bisschen dreckig hier nur, aber es gehört zu Koffern dazu, oder? Wir haben das iPhone. Und diesen Koffer. Das sieht ganz wild aus, das Kofferding hier. Das sieht ein bisschen aus wie so ein Naruto-Charakter. Der ist auch gar nicht mal so hässlich. Also wirklich beide vom Design her finde ich nicht schlecht. Und mir ist nur aufgefallen, dass die Leute beim Auktionshaus keine schönen Bilder machen. Weil auf den Bildern sahen die auf jeden Fall viel hässlicher aus, die Koffer. Freunde, ich würde sagen, wir starten mal mit dem kleinsten, dem iPhone. Da ist sogar noch eine Schutzfolie dran. Oh, das geht auch schon direkt an. Also es würde mich auf jeden Fall sehr wundern, wenn da jetzt noch irgendwelche Fotos, Daten, Apps drauf wären. Okay, wir sind direkt drin. So wie ich es vermutet habe, komplett resettet. Sehr gut. Schnapper gemacht, ne? Kommen wir zum interessantesten Teil. Wir machen die Koffer auf. Ich lehne mich mal aus dem Fenster und sage, das ist ein Damenkoffer. Jetzt muss ich nur herausfinden, ob das ein... Ja, ich glaube, das ist ein Mädchenkoffer, ne? Kleines Mädchenkoffer. Ey, übel viele Klamotten. Holy, wo waren die, Alter? Aber wir haben ja schon festgestellt, zumindest habt ihr mir das beim nächsten Mal oder beim letzten Mal gesagt, dass die Sachen meistens gewaschen werden sogar. Wo sind die hingereist? Das sind richtig viele Klamotten. Also ich will jetzt nicht richtig dran riechen, aber es riecht so nach Klamotten, die lange nicht gewaschen worden sind. Also okay, gut, ich sag nichts. Vielleicht nicht alle. Das ist jetzt kein Mädchengeruch oder so. Bro, what the fuck? Ne, Baby born. Ja, krass. Ist auch ein richtig komisches Gefühl, da so reinzugreifen und da alles anzugucken und sowas. Hier sind auch so Bikini-Oberteile und so. Ich will da gar nicht länger dran sein. Wir gehen mal auf die andere Seite. Vielleicht ist das ein bisschen interessanter. So viele Klamotten und Spielzeug und so. Okay, hier ist noch so ein richtiges Kleid auf Hannah Montana angelehnt. Alter, ganze Kostüm. Holy shit. Butterfly. Oh mein Gott, die Arme. Hat ihr Kuscheltier noch im Koffer gelassen. Hier ist noch so Krone-mäßig. Was ist das? Spielzeugbox mit Make-up drin. Oh, das mit dem Kuscheltier ist irgendwie wirklich sehr schlimm. Oh, das finde ich irgendwie ganz traurig. Boah, das tut mir aber richtig leid. Also no joke. Die war bestimmt richtig traurig, als sie gecheckt hat, dass sie ihren Koffer verloren hat. Hallo Jimmy. Sehr, sehr schade irgendwie. Der Koffer macht mich echt traurig. Bin ich ehrlich zu euch. Selbstverständlich, Freunde, ich will es einfach nicht so behalten und in Müll schmeißen oder so. Das Ganze spenden wir an irgendeine Kinderhilfe oder so hier in Köln. Ich selbst kann ja natürlich nichts damit anfangen. Das Highlight. Wir haben hier diese Öffner. Okay. Und können den Koffer schon so aufmachen. Let's go. Alter, wie sieht's denn innen drin aus? Boah, der Koffer sieht übel nice aus. No joke. Sieht tatsächlich sehr edel aus. Okay. Auf dem ersten Blick sieht's aus wie ein Businessman. No joke. Was? What the hell? Da ist dieses, ich kenne mich nicht aus mit Mode, aber da ist dieses kleine rote Herz mit Augen drauf. Das ist, glaube ich, irgendein Designer-Ding. Le Garçon, Cardigan-Jacke. Ist die echt? Er sieht echt aus. Also für die Mode-Don sieht... Ja, das da, genau. Hier, Comme des Garçons, ist, würde ich schon sagen, eine gute, teure Brand. Aber die Leute werden doch benachrichtigt, die Koffer zu holen. 3 Monate haben die, ja. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Eltern nicht Bescheid wussten. Ja, keine Ahnung, wer weiß, ob es vielleicht auch nur auf der Zwischenreise war. Und dann sagt man so, boah, was ein Terror, wenn man nur kurz irgendwie in Deutschland zwischengelandet ist und dann geht da was schief und dann hängen da irgendwie die Koffer fest oder sowas und dann verballert es die Airline. Keine Ahnung, da sind ja mal 1000 Sachen, die da schief gehen. Auf jeden Fall, ich habe ein paar Pieces und dann kostet eigentlich so ein T-Shirt dort 80, 90 Euro oder so. Lass mich nicht lügen. Dieser Cardigan hat auf jeden Fall einen guten Wert. Freunde, ich melde mich gerade aus dem Schnitt. Mich hat gerade mal interessiert, wie viel die Jacke wert ist und ich sehe gerade auf der offiziellen Comme des Garçons.
318 Ocken, ey. Seite, ich weiß immer noch nicht, wie man richtig Wäsche wäscht. Das könnte ich mir nicht mal kaufen, weil ich Angst hätte, ich mache es kaputt, wenn es gewaschen wird. Die fucking 318. Aber hat sich gelohnt. 18 Euro neu wert ist. Und meine Jacke ist wirklich im besten Zustand. Also theoretisch könnten wir das Geld eigentlich mit dieser Jacke wieder reinholen. What the fuck? Boah, das hat mich jetzt wirklich geflasht. Ja, good job, ey. What the fuck? Die Hose sieht so teuer aus von Reserve. Okay, wir haben ein Hemd. Boah, Alter, was ein Typ. Wir haben mehrere Hemden. Brickhouse, Enfurt. Die Marken sagen mir jetzt gar nichts. Only ist Standard. Brickhouse. Wir haben hier noch eine Hose von Uniqlo. Junge, wo war der Typ, Alter? Hier sind so viele Hemden und Venice-Schuhe. Schuhgröße 42. Oder no joke, ich will mich nicht aus dem Fenster legen. Aber es sieht aus wie ein Asiate. Also, dass der Kopf von einem Asiaten ist. Schuhgröße 42 haben nicht die meisten Deutschen. Comme des Garçons tragen auch sehr viele Asiaten. Und Uniqlo. Ich hab Schuhgröße 42. Also manchmal auch 43. Hatte auch schon manchen Schuhen 41, aber warum haben das nicht viele Kartoffeln? Habe ich was falsch gemacht? Wir mal zu der anderen Seite. Wirklich sehr interessant. Auch wenn es, glaube ich, ein bisschen assi ist. Club-Kopfhörer. Also fühlt sich sehr billig an. In Istanbul 2020. Vielleicht machen wir mal auf Detektiv. Hm. Vielleicht war er hier in Istanbul und hat den Koffer verloren. Aber hier sind so die Freizeitsachen mäßig. Also der Boy hat auf jeden Fall viel bei Uniqlo geshoppt. Ein Leoparden-Regenschirm. Nur weiße T-Shirts. Habe ich mir gedacht, nachdem ich die Hemden alle gesehen habe. Auf die Unterhosen gehe ich mal nicht ein. Wir haben einen Kulturbeutel. Guck mal, woran er denkt. Der hat hier diese Universal Steckdose mitgenommen. Deo, kleine Schere. Oh, Nagelschere. Die sieht smooth aus, Mann. Und ein Kamm. Die Zahnbürste, die werden wir nicht benutzen. Boah. Und eine Brille. What the fuck? Eine Brille von K-Swiss. Das ist wirklich ein sehr krasser Koffer. Das ist ein wilder Koffer. Nur mit dem Cardigan. Einfach komplett das Thema finanziert. Hätte ich wirklich nicht erwartet. Jetzt habe ich halt die ganze Zeit die Frage im Kopf, was mit dem Dude passiert ist oder was mit den Leuten passiert ist, die ihre Koffer einfach verlieren oder ihre Koffer nicht mitnehmen. Ich habe auf jeden Fall schon damit gerechnet, dass nicht so die krassesten Wertsachen da drin sind, wie zum Beispiel, klar, was könnte da drin sein, ein Laptop, eine JBL-Box oder so. Wir haben ja am Anfang gesehen, dass die alle einzeln verkauft werden auf der Auktionshaus. Ja, bringt es wahrscheinlich mehr, ne? Seite. Deswegen konnte man sich das auf jeden Fall schon denken, dass sie das da rausgenommen haben und auf jeden Fall die Koffer schon davor gecheckt haben, bevor sie die online gestellt haben. Sehr interessant auf jeden Fall fürs Video. Ich persönlich will es auf gar keinen Fall nochmal machen, einfach weil es erstens ein komisches Gefühl ist, hier wildfremde Sachen anzufassen und es ist ja auch irgendwo privat so, auch wenn man die Person nicht kennt, aber irgendwie fühlt man sich da schon ein bisschen weird. Zweitens, es lohnt sich, ich denke, in den meisten Fällen nicht vom Preis her. Ich glaube aber Real Talk, wenn man zum Beispiel bei diesem Koffer alles einzeln verkaufen würde, würde ich auf jeden Fall Plus machen, aber bei dem Kinderkoffer kannst du fast gar nichts weiterverkaufen. Also für Resale-Zwecke lohnt es sich auf gar keinen Fall. War aber auf jeden Fall eine nice Erfahrung. Falls ihr in Zukunft... Ich wollte gerade sagen, außer man hat halt echt schon mal ein gutes Quäntchen Glück mit dabei, ne? Also es geht schon. Es geht schon. Ich sag mal so, es geht schon.